Wendy Williams ist wahrscheinlich eine von der wenigen Frauen, die Heavy Metal Musik aktiv macht. Sie war früher bei den Plasmatics dabei gewesen. Punk war nicht mehr so in und dann hat sie zu Heavy Metal gewechselt. Ich habe jetzt hier bei mir den Ike, den Kenner von der Heavy Metal Szene, und den Tom von der Celtic Frost. Ike, was glaubst du, hat eine Frau überhaupt die Chance, in so einer macho betonten Musik wie Heavy Metal zum selber Musik zu machen? Hat die Frau überhaupt die Chance in der Heavy Metal Szene? Ich weiß nicht, es gibt unheimlich wenige Frauen, die groß rauskommen, und ich glaube, das liegt zu einem gewissen Teil sicherlich auch an den Medien. Und zwar deshalb, dass alle Frauenbands, die akzeptieren, dass ihre Bandmitglieder weiblichen Geschlecht sind, bei denen heißt sofort in der Presse, ja, sie verkaufen nichts anderes als Sex und sie sollen sich in einem anderen Gewerbe Bestätigung suchen gehen. Und das zwingt sich dann auf, dass Frauenbands eigentlich zu Möchtegern Männerbands werden, die so probieren, das Männer-Macho-Image darzustellen, Bier, Popper hauen, Bierbrauen, was weiß ich. Und das, ja, wirkt, das wirkt lächerlich und so werden sie nicht seriös genommen, ja. Und deshalb werden sie sich kaum irgendwie bemerkbar machen können. Das hat zu sehr vielen Vorurteilen, also es hat sehr viele Vorurteile hervorgerufen. Was sagst du zu einer Frau wie der Wendy? Sie schafft ja offensichtlich. Ja, sie war erst beim Punk. Als sie gemerkt hat, dass das nicht mehr zieht, hat sie eigentlich einfach aus Geld und zuerst ist sie natürlich im Sexfilm gewesen. Und ja, dann ist sie zum Punk und dann zum Metal. Und das hat schon geholfen. Dort konnte man das Sex-Image mit der Brutalität gut verkaufen. Als das nicht mehr gezogen hat, ist sie dann zum Heavy Metal rübergegangen und durch die Punk-Szene, weil sie wahrscheinlich eine der ersten Frauen oder der einzigen war, die so extreme Musik, also als Frau gespielt hat, dass sie dann ziemlich viel einflussreiche Leute kennengelernt hat, wie Gene Simmons und was weiß ich. Und dank denen kommt sie irgendwie auf gute Labels und kriegt gute Deals. Aber großer ist Erfolg doch, ist sie eigentlich. Ja. Erfolgreich ist sie nicht. Und das ist doch Heavy Metal Fans. Jetzt noch zu einem anderen Thema. Satanismus, Tom. Das Satanismus ist ja im Sanatorium, oder? Nein, Satanismus als Heavy-Metal-Image. Was sagst du dem? Das ist ja ein Rotstuch für dich, oder? Ein Rotstuch für mich, das kannst du nicht sagen. Ich meine, es kommt darauf an, es gibt schon viele Bands, die jetzt auf dem Hurenzug, auf dem Black-Metal-Zug reiten, weil verkaufst jetzt gerade wahnsinnig viele Platten, wenn du jetzt sagst, bei Black Metal und so. Und das finde ich auch schade, dass da schon viele Bands. Aber auch nur einen gewissen Rahmen. Ja, okay, aber schon viele Bands, weil das sehr einfach ist, sich unkreativ Kreuz und so anzulegen, kommt dann auf den Bandwagen. Also es ist ein reines Image, oder? Ein reiner Verkauf? Das kannst du nicht generell sagen. Ich meine, es gibt sicher Bands, die das glauben, das ist möglich, oder? Ich weiss das nicht, oder? Aber es schau ich viele Bands, von denen auf die ganze Ernstheit vom Heavy Metal, indem sie das Image einfach annehmen zum Platz verkaufen und das einfach stellen, oder? Ja. Also, was wären denn, ja, Entschuldigung. Also größtenteils ist es, glaube ich, so, dass irgendwelche Leute, die groß rausgekommen sind im Heavy Metal, wie Ozzy Osbourne, haben vielleicht damit angefangen. Die Fans haben das, ohne zu wissen, was das war, nachkopiert. Ja. Und eigentlich sind die Bands, die die neue Heavy Metal Welle darstellen, sind die alten Fans, die einfach von daher noch das umgekehrte Kreuz tragen. Das überhaupt ganz nicht wissen, haben, was haben, wo die gehabt haben, oder? Die ursprünglich. Das ist eben schade. Und was wollt denn ihr? Celtic Frost? Celtic Frost? Sicher nicht das. Was wollen wir, Martin? Nein, wir machen die Musik, die uns gefällt. Wir machen das, was wir persönlich mögen und so. Und wir singen von Okkultismus, von Fantasy, so Sachen, oder? Unterscheidet sich das gross vom? Das unterscheidet sich garantiert. Du, 4/5 vom Okkultismus sind kein Satanismus. Ich praktiziere kein schwarze Messer, bringe kein Mädchen um und so. Ich finde das ein Scheissdreck. Okay, Tom, wir könnten noch lange darüber reden, aber du musst, glaube ich, sofort auf die Bühne und loslegen. Wir hören jetzt nämlich Celtic Frost mit Into the Crypts of Race. You'll be hard to watch.
Rise up, soldiers, till the rain.